So, ich bin hier, guten Morgen erstmal, ich bin hier an der Bukower Chaussee, heute ist Montag, der 9.5. Ja, wie gesagt, Bukower Chaussee, hier im Moment ein Blick auf das stadteinwärts führende S-Bahn-Gleis. An diesem S-Bahn-Gleis sieht man, ja, hier so Reflektoren. Ich mache das hier mal größer, zur Vermessung der Gleistrasse. Das dient dazu, dass man sehen kann, wie weit sich hier durch diese Kanalbauarbeiten im Bereich der Bukower Chaussee die Gleise absenken. Gleichzeitig kann man hier sehr schön hinter der Schiene sehen. Das ist ein Zählkontakt für den dortigen Bahnübergang, ein Achszählkontakt. Ich werde euch jetzt gleich mal als nächstes aus Marienfelde beglücken, weil heute ist ja der erste Betriebstag der neuen S-Bahn-Gleise. Bis gleich dann also. So. Erster Betriebstag der neuen S-Bahn-Gleise, auch hier in Marienfelde. Im Vordergrund könnt ihr die neue Bahnsteigkante sehen. Die erstreckt sich auf ca. ein Viertel des Bahnsteigs. So, das ist nochmal Marienfelde Blickrichtung Attilastraße. Man sieht, dass Gleis 2 ist immer noch getrennt. So wie ich jetzt die Bauarbeiter verstanden habe, soll hier vorne in den freien Raum noch eine Weiche hin, mit der man wieder Marienfelde Güterbahnhof, also die Gütergleise, anbindet. Und in dem Bereich von Gleis 2 ist man im Moment auch dabei, den Oberbau komplett zu machen, beziehungsweise auch den ehemaligen Bahnsteigzugangstunnel, der sich rüber nach Daimler-Benz befindet, zu verschütten. Dieser wird nicht mehr gebraucht. So, jetzt zeige ich euch gleich nochmal hier den Rest vom Bahnhof. So, das ist jetzt hier ein Teil der neuen Bahnsteigkante, wie ihr sehen könnt. Da kann man auch dann sehr schön sehen, die geht circa ein Viertel bis ein Drittel des Bahnsteiges. Auf der anderen Seite ist es analog dazu genauso. Ich hoffe, dass man das hier sehen kann zwischen den Bahnsteigstützen. Und dann zeige ich euch jetzt mal noch den Rest vom Bahnsteig, bevor es dann weitergeht. Bis gleich. So, ich bin jetzt nicht hinter Gittern. Der Bagger ist hinter Gittern. Und hier könnt ihr sehr schön sehen, dass Gleis 2 komplett alles weg ist. Ich schwenke mal rum. Dass man das praktisch auch erst komplett erneuert. Im Bereich des Bahnsteigtunnels ist man mit der Verfüllung schon durch, weil, wie gesagt, das braucht man nicht mehr. Da war früher übrigens ein Blumenladen drin gewesen. War ein sehr schöner Blumenladen, aber nun ja, so ist das halt, wenn das weg muss. So, und weil ja heute der, jedenfalls in Russland, der Tag der Kapitulation ist, sprich der 9. Mai, zeige ich euch jetzt nochmal den Bunker, den es hier auf dem Bahnsteig in Marienfelde gibt, welcher auch erhalten bleibt. Das ist so ein Bunker, der hat 4 Schießscharten und ich zeige euch gleich mal noch was davon. So, und wie ihr seht, sind hier auch noch
die Einschüsse der Russen erkennbar, als die Berlin erobert hatten. So, und ich fahre jetzt weiter nach Attila-Straße und da sehen wir uns dann gleich. So, ich bin hier an der Attila-Straße. Ganz im Hintergrund, dort wo der Fernbahnabzweig ist. Bis dahin hatte man ja damals anno 96 die Masten schon gesetzt. Jetzt geht es hier in der Attila-Straße weiter. Und zwar, wenn man das hier sieht, hier vorne kommen die Gleise ebenfalls in so eine Schallschutzwanne, so wie das praktisch am Bahnhof Lichtenrade ist. Jetzt mache ich das mal ein bisschen größer. So, also könnt ihr das hier schon sehen. Hier kann man auch, das zeige ich gleich dann auch nochmal. Also dort, wo der Bauarbeiter geht, da wird demnächst das Gütergleis langlaufen, also wo die Weiche ist. Und wenn man das Ganze jetzt mal zurückverfolgt, hier vorne liegt dann schon jede Menge Krempel für die Verschalung. So, und man hat praktisch bis zur Brücke Attila-Straße hinten schon das Basement für diese Verschalung gegossen und gelegt. Und das schauen wir uns jetzt mal weiter an. So, jetzt bin ich Attila-Straße hinten am Zugang. Wie ihr seht, hier vorne ist die Basisplatte. Ja, schon fertig. Die Bauarbeiter sind hier im Moment gerade dabei und machen zwei Kabelquerungen in diese ja, Grundbetonschicht. Und wenn ich jetzt mal rumschwenke, das Ganze mal so ein bisschen größer mache, so, dann könnt ihr hier die Fernbahnbrücke über die Attila-Straße sehen. Das ist die, wo ich das Einlegen der Brückenbalken ja, verpeilt hatte. Das ist wie gesagt hier jetzt die Attila-Straße, die Fernbahnbrücke. Die Widerlager sind wie gesagt fertig und ja, jetzt gehe ich mal zum Aufzugsgebäude hin und zeige euch gleich S-Bahn-seitig, wie das ist, wenn er über die Teltow-Kanalbrücke fliegt von den neuen S-Bahn-Gleisen. Bis gleich. So, das ist wie gesagt jetzt Blick Richtung Teltow-Kanalbrücke, Blick Richtung Marienfelde. Ganz im Hintergrund erkennt man noch die neuen Gleise. So, da kommt jetzt die nächste S-Bahn aus Marienfelde. So, jetzt ist er auf der Teltow-Kanalbrücke und somit wieder auf der Alpengleistrasse. Der erste Halbzug übrigens bei diesem Zug ist von der Baureihe 481-482.6. Von dieser Baureihe hat es insgesamt nur drei Halbzüge gegeben. Das sind diese vollbegehbaren Halbzüge. Einer trägt Werbung
für das S-Bahn-Land Brandenburg. Ein zweiter trägt Werbung für die S-Bahn in Berlin und der dritte ist komplett ohne Werbung. So, hier haben wir nochmal einen Blick auf die Brücke an der Attila-Straße. Hier gehe ich mal davon aus, dadurch, dass man hier jetzt schon sauber macht, der Stahlkäfig ist drin, dass hier die Woche noch, weil wir haben ja heute Dienstag, mit den Betonierarbeiten begonnen wird. So, und ich werde jetzt zur Lankwitzer Brücke oben hinfahren. Das ist da, wo das Tanklager ist und da sehen wir uns dann gleich wieder. Bis denn. So, hier bin ich auf der Lankwitzer Brücke. Hier seht ihr die S-Bahn fahren. Das ist jetzt ein Zug Richtung Blankenburg, weil zwischen Blankenburg und Buch ist 20 Minuten Takt. Darum fahren die Woche jetzt nur das ist ein Zug nach Bernau, Entschuldigung. Wie ihr seht, sind hier auch die beiden alten S-Bahn-Gleise jetzt vollkommen abgerissen worden. Die Gleisjoche liegen alle auf der anderen Seite, also da zeige ich euch das gleich mal, wenn ich zur anderen Seite rübergehe. Wie gesagt, das Schotterbett hier wird dann komplett per LKW abgefahren. Und dann wird hier auch der Aufbau der neuen Fernbahngleise zeitnah beginnen. So, das ist der Zug nach Lichtenrade. Zwischen Lichtenrade und Blankenfelde ist weiterhin Schienenersatzverkehr, weil da ja, wie gesagt, die S-Bahn komplett verlegt werden muss auf das neue Gleisjoch. Das geht aber erst, wenn die Brücken Richtung Marlow-Blankenfelde fertig sind und da sind sie noch nicht so weit. So, das ist Blick Richtung jetzt Richtung Attila-Straße. Auch hier hat man die alten S-Bahn-Gleise zurückgebaut. Wie gesagt, hier vorne ist jetzt der Zerlegeplatz. Wo praktisch alles Alte abgerissen wird. Gleichzeitig von dieser Seite aus beginnt man jetzt praktisch auch die Lärmschutzelemente in die Lärmschutzwand einzusetzen. Das ist also praktisch jetzt die rechte Seite der Lärmschutzwand. Und das ist schon irgendwie komisch, wenn man von Marienfelde Richtung Attila-Straße fährt, dass man praktisch ja wie durch so eine Art Tunnel fährt. Also man merkt auch, das ist gleich dunkler im Zug. Und es ist schon doof, wenn man nicht mal rausgucken kann. Und die Schmierereien an den Lärmschutzwänden werden auch immer mehr. So, und jetzt warte ich noch auf den nächsten Zug, der nach Lichtenrade runterfährt. Und das war's dann erstmal. Bauupdate, erster Betriebstag, neue S-Bahn-Gleise. Ach so, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, natürlich, wie ihr das vorhin in Marienfelde sehen konntet, Marienfelde bleibt erstmal eingleisig, weil ja da das zweite S-Bahn-Gleis neu errichtet werden muss.
Das wird aber auch zeitnah dann in Betrieb gehen. Und wie gesagt, im Dezember ist ja dann als nächstes dann die Inbetriebnahme des neuen Bahnsteigs der S-Bahn in Lichtenrade geplant. So, der LKW, der da gerade um die Ecke gebogen ist, der hat die nächsten zwei Pakete Lärmschutzwände geladen. Das geht, das Fahrzeug geht dann nach ganz hinten. Ich weiß nicht, ob man das von hier sehen kann. Und zwar ist das ungefähr auf Höhe, wo die Gleise vom Tanklager enden. Da sind die im Moment dabei und setzen die Lärmschutzelemente ein. Warum man zu der Seite eine Lärmschutzwand baut, erschließt sich mir eigentlich nicht. Zumal dort ja, ja eigentlich das Tanklager ist und dahinter ist ja diese Solarfarm und keine Wohnbebauung. Aber gut, die Lärmschutzverordnung schreibt das nun mal vor und kann man halt nichts dran ändern. So, das war jetzt eine S2 nach Blankenburg. Wie gesagt, die Woche ist jetzt noch baubedingt 20 Minuten Betrieb zwischen Blankenburg und Buch. Das heißt also, die Züge, die früher in Blankenburg normalerweise im Regelfahrplan enden, enden jetzt in Blankenburg. Weil das anders wegen Bauarbeiten die Strecke nicht hergibt. So, jetzt warte ich noch auf den nächsten Zug Richtung Lichtenrade. Er müsste aber auch gleich kommen. So, ich habe übrigens die Bauarbeiter mal gefragt. Dieser Schwellenhaufen, den man unten rechts jetzt sieht. Die Schwellen bleiben hier. Die werden praktisch, wenn der Tanklageranschluss ausgebaut wird, anstelle der Weiche eingebaut, die im Moment zum Tanklager geht. Und das, was dann übrig bleibt, wird abtransportiert dann. Die Gleise dafür liegen hinter mir im Anschluss vom Tanklager. Die Schienen, die man hier neben dem Schwellenhaufen liegt, das sind noch alte Schienen, die dann auch noch zerkleinert und abtransportiert werden müssen. Wie gesagt, die Zerlegung und der Abtransport der alten Gleisjoche, das wird jetzt noch die nächsten 14 Tage bis 3 Wochen gehen. Und dann wird es praktisch mit LKWs ad hoc gehen, dass der alte Krempel hier, sprich das alte Gleisbett, abgebaut wird und man dann praktisch das neue Gleisbett aufbauen kann. Für die Fernbahn das neue Gleisbett. So, und der nächste Zug nach Lichtenrade ist ganz da hinten auch schon zu sehen. Der dürfte jetzt gleich die Teltowkanalbrücke befahren. Noch eine kleine Anekdote, technische Besonderheit etc. Ich habe mal in Lichtenrade die Firma gefragt, die die Lärmschutzwände aufbaut. Die sagten mir, dieser Lärmschutzwandtyp, der hier verbaut wird, den kann man bis zu 12 Meter hoch bauen. Man muss mir das mal vorstellen, also wenn man direkt neben einer Bahn wohnt und die aus welchen Gründen auch immer, die da eine 12 Meter hohe Lärmschutzwand ein vors Haus setzen. Eine normale Deckenhöhe bei einem Zuhause ist zwischen 2,65 Meter und 2,80 Meter hoch. So, und das Ganze mal drei, also das ist ein drei- bis vierstöckiges Haus, welche Höhe man da mit der Lärmschutzwand dann machen kann. Das ist echt schon an Hässlichkeit kaum zu überbieten. So, da hinten kommt, wie gesagt, die nächste S-Bahn nach Lichtenrade.
So, die befährt jetzt da gerade den Gleiswechsel. So, und das war es jetzt von mir vom ersten Betriebstag der neuen S-Bahn-Gleise zwischen Attila-Straße und Marienfelde. Freunde, ich wünsche euch was, genießt das Wetter. Hier in Berlin haben wir Badewetter und bis demnächst in diesem Kino.